Hallo liebe Hungrige, ich begrüße euch. Wir wollen uns heute mal einen tollen Flammkuchen machen, einen Elsässer Flammkuchen. Super lecker, knusprig mit Zwiebeln und Speck für alle, die es herzhaft mögen. Bitte ein bisschen Zeit einplanen, weil der Hefeteig zwischendurch 60 Minuten gehen muss. An Zutaten werden benötigt: für den Belag 400 Gramm Zwiebeln, 2 Esslöffel Öl, 150 Gramm Speck, 250 Gramm Creme Fraiche und Pfeffer und Salz. Für den Teig 400 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Trockenhefe, Salz und Zucker. Das Mehl kommt in eine Schüssel, dann kommt unser Päckchen Trockenhefe dazu, dann etwas Salz und eine Prise Zucker. Dazu kommen 250 Milliliter lauwarmes Wasser, das hat die Hefe gerne so. Und dann wird gemixt. Der Teig muss geschmeidig sein, richtig lange durchkneten, dass er sich löst von den Knethaken und auch von der Schüssel. Dann an einen warmen Ort stellen und ca. 60 Minuten ruhen lassen. Man kann den Backofen kurz auf 50 Grad vorheizen, so 2-3 Minuten, und dann ausmachen und dann ist es dort schön warm für den Teig. Der Teig sollte dann idealerweise so aussehen. Türen aufgegangen und jetzt nehmen wir uns ein Stück Backpapier, derweil den Ofen mit Backblech auf 250 Grad vorheizen, damit das Blech richtig heiß wird für den Flammkuchen. Wir bestreuen Backpapier mit ein bisschen Mehl und nehmen die Hälfte von dem Teig auch nochmal Mehl drüber. Und dann zum Fladen ausrollen. So sieht der dann aus. Dann werden unsere Zwiebeln abgepellt und in dünne Ringe schneiden. Öl in der Pfanne erhitzen und Zwiebeln dazu geben. Ein paar Minuten dünsten, bis die Zwiebeln ein bisschen weich sind und ein bisschen Farbe angenommen haben. Die nehmen wir jetzt aus der Pfanne raus und dafür kommt unser Speck jetzt rein. Und der wird auch ein bisschen angebraten, ein bisschen ausgelassen. So soll das dann am Schluss aussehen. Da haben wir jetzt den vorbereiteten Fladen. Und den streichen wir jetzt mit der Creme Fraiche ein. Man lässt einen kleinen Rand. Dann kommen unsere Zwiebeln drauf. Salzen, pfeffern, die Hälfte vom Speck drauf verteilen. Jetzt nehmen wir uns das heiße Backblech und ziehen unseren Fladen da vorsichtig drauf. Und so sieht das fertige Stück dann aus. Köstlich, wie ich finde. Moment, ich möchte auch noch etwas sagen. Zu diesem Original Elsässer Flammkuchen passt wunderbar ein Federweißer. Und den gibt es ja momentan überall noch. So, jetzt kannst du wieder. Jetzt wünsche ich euch wieder mal gutes Gelingen und natürlich vor allem guten Appetit. Bis dann, bye bye.